Hallo an allen, willkommen zurück zu Warframe. Heute geht es weiter mit den Railcheck-Missionen. Das haben wir in der letzten Folge zwei Missionen geschafft. Und wir sind aktuell auf Neptun, wo wir heute auch natürlich weitermachen. Und wir gehen hier direkt in die erste Mission rein, in Enkidu Eisdriften. Okay, eine Überlebensmission. Und ja, gehen wir hier drauf. Schauen mal, was uns hier erwartet. Überleben ist jetzt ja auch nichts Schwieriges. Habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, die Railcheck-Missionen sind jetzt, finde ich jetzt, ja, eh nicht die schwersten. Weil wir eh meistens vom Schiff runter muss und dann eben die Mission ganz normal spielen. Also wir müssen wahrscheinlich 5 Minuten überleben auf dem Corpus Sanction. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und davor wahrscheinlich wieder die zwei Sicherheitsknoten zerstören und eventuell noch ein Crewschiff. Aber das ist ja alles zum Glück kein Riesenproblem für uns. Was ja auch mal nicht schlecht ist. Okay, wir müssen 4 Sicherheitsknoten nur zerstören. Das ist ja easy. Wenn wir die auch treffen. Wäre einfacher, wenn wir sie direkt treffen würden. So, 2 haben wir schon. Dritte auch. Und noch den letzten Sicherheitsknoten. Und dann können wir auch schon in das Schiff rein. Wo ist denn der Eingang? Hier auf der Seite irgendwo. Ja, da. Wir haben uns ein bisschen gedreht. Dann gehen wir hier mal schnell raus. Und aus dem Schiff raus. Und betreten hier Corpus Pillar, heißt diesmal. Okay. Nicht Sanction, sondern Pillar. Alles klar. Und jetzt geht's rein in die Überlebensmission. Die Standard-Überlebensmission, die wir sonst auch einfach schon kennen. Hier einmal die... Ah, komm. Die Cypher lösen. Und dann ist die Frage, wo hier die erste Kapsel landet, beziehungsweise das erste System hier. Da drüben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal die Richtung. Ah, nee, hä? Die Richtung, okay. Falsch gelaufen. Passen wir da durch? Nee, passen wir natürlich nicht. Okay, da müssen wir einmal außen rumlaufen. Auch gut. Aber die lassen hier schon ein bisschen was fallen, das ist ja gut. Munition ist hier leider wieder so ein bisschen ein knappes Ding. Aber naja, müssen wir leider durch. Und dann chillen wir uns hier mal einfach irgendwo hin und hoffen, dass einfach die Gegner zu uns kommen und wir nicht zu denen kommen müssen und die auch schön hier die Überlebenskapseln fallen lassen. Und aktuell sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Energie haben wir auch noch genug für einen neuen Mesmer-Skin. Und drüben liegt auch noch Energie nochmal. Die nehmen wir doch auch mal schnell auf. Und dann sind wir auch schon 1 Minute drin. Ich denke mal, insgesamt, wie gesagt, müssen wir 5 Minuten hier drin bleiben. Also alles kein Riesenproblem für uns. Ja, mal schauen, wie viele Railcheck-Missionen wir heute wieder geschafft bekommen. 2, 3 gehe ich mal ganz stark davon aus, je nachdem, was die nächste Mission ist, was uns da erwartet. Wenn es nur eine Auslöschen-Mission ist, dann könnten wir das sehr schnell sogar schaffen und noch eine dritte eventuell. Und aktuell kommen wir hier mit dem Leben doch auch ganz gut hin mit den Prozenten. Ein paar mehr Gegner könnten kommen. Da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Okay, wir müssen mal einen Mesmer-Skin neu casten. Einmal nachladen. Und dann holen wir doch auch mal direkt Fokus. Sowas lassen wir uns noch nicht entgehen. Und gehen mal schnell wieder hier zurück. Nice, der hat mir mal wieder was droppen lassen, endlich. Jawohl, da auch. Nehmen wir auch schnell auf. Jetzt sind wir bei 50%. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht das System hier aktivieren müssen. Ich nicht zu nah kommen, sonst ist gleich... Ah, mein Mesmer-Skin weg. Okay, ich bin mir zu nah gekommen. Danke dafür. Nullifier.
Und wir haben wieder ein bisschen Munition. Ist leider mittlerweile echt ein Riesenproblem mit der Kubasar, dass wir da einfach viel zu wenig Munition haben. Einfach 10 Schuss. 5 im Lauf, wenn man so will, und dann noch 5. Also 5 im Magazin und dann noch 5 Reserve. Das ist halt einfach gar nichts. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, wir müssen hier das mal aktivieren, leider. Ja, komm, machen wir das einmal. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Machen wir auch mal einen neuen Messmaskin noch einmal. Und dann sind wir auch schon 3 Minuten 30 drin. Das heißt, noch 1,5 Minuten. Dann können wir hoffentlich schon raus. Nochmal schön Fokus mitnehmen. Und der Nullifier kommt uns diesmal nicht zu nahe, zum Glück. So, nochmal nachladen hier, dass wir noch mehr Munition aufsammeln können. Und dann können wir in einer Minute auch schon raus. Sehr gut. Dauert zum Glück nicht so ewig überleben. Dadurch, dass wir nur 5 Minuten drin bleiben müssen. Aber gibt natürlich auch schnellere Missionstypen. Wie zum Beispiel auslöschen oder so, je nachdem, wie viele man da killen muss. Fokus haben wir auch noch ordentlich bekommen, 1000. Und dann müssen wir jetzt noch kurz die halbe Minute warten. Ganz gespannt warten, bis hier der Extraction Point aufploppt. Können wir nochmal einen Messmaskin neu aktivieren. Und wo wird der Ausgang sein? Diese Richtung, perfekt. Und wir haben Ash Neuroptik bekommen. Die habe ich aber wahrscheinlich schon, gehe ich mal ganz stark davon aus. Und dann müssen wir einmal hier noch die 150 Meter zurücklegen und haben die nächste Mission oder die erste Mission für heute im Railcheck schon mal geschafft. Sehr cool, nice. Schnell raus hier. Und zurück zu unserem Schiff. Sieht schon schick aus hier mit blau, weiß, gelb. Ja, gefällt mir sehr, sehr. Gefällt mir sehr. Und dann haben wir die nächste Mission schon abgeschlossen. Und wir gehen weiter zu Orphix. Oh, Orphix. Da habe ich ja schlechte Erfahrungen gemacht. Die erste Orphix-Mission, die ich jemals gemacht habe, die mussten wir ja zweimal machen, weil ich sie am Anfang nicht verstanden habe. Bin mal gespannt, ob ich noch weiß, was wir da genau tun müssen. Ich hoffe es sehr. Aber das werden wir gleich mal rausfinden, ob wir das noch wissen. War auf jeden Fall irgendwas mit dem Necramec. Und da geht's hier auch schon rein. Okay, 2 Crewschiffe zerstören und 2 Knoten. Ein Knoten ist hier rechts. Da der erste und der andere wird wahrscheinlich irgendwo links dann sein. Ah ne, okay, auch hier rechts. Und dann noch die 2 Crewschiffe finden. Wo ist denn eins? Da unten ist ein Crewschiff. Okay, der hat wieder ein blödes Schild. Ja, komm schon. Bin ich vom Fly geflogen. Hilfe! Ich komme nicht zurecht hier. Ja, hallo, können wir nochmal hier drauf schießen? Ah, wir sind überhitzt. Scheiße. Okay. Raus hier. In die Kanone rein. Und schön hier drauf halten. Dann haben wir das erste Crewschiff von 2 schon mal erledigt. Und dann kommt gleich auch schon das zweite, wenn wir das gefunden haben. Wo ist denn noch ein Crewschiff? Da oben. Oh, ganz da hinten. Ich merke eigentlich gerade, ich benutze die Mods hier gar nicht drauf. Weiß gar nicht, was sie können.
Okay, wir haben schon wieder überhitzt. Alles war dumm. Okay, hoffentlich ballern die anderen meine Crewmitglieder hier drauf. Okay. Sehr schön. Dann einmal schnell hier raus. In die Frontkanone wieder rein. Und dann einmal schön aufladen. Und das Crewschiff hier zerstören. Das zweite von zwei. Sehr schön. Haben wir es auch geschafft. Oder? Ah ja, okay. Perfekt. Dann geht's wieder ins Corpus Pillar rein. Diese Richtung. Einmal unten durchfliegen. Und einmal hier schön drehen. Und dann können wir hier auch schon rein. Und rein in die Orphix-Mission. Bin wirklich gespannt, wie gut wir die diesmal schaffen. Ich hoffe, dass wir nicht allzu lang brauchen. Das wäre mal schön. Aber ich glaube, die Orphix-Mission hat immer eine Weile gedauert. Okay. Wo soll ich hin? Du musst mir noch sagen, in welche Richtung ich hier laufen soll. Hallo? Okay, jetzt geht's los. Perfekt. Diese Richtung. Da müssen wir jetzt kurz mit dem Operator rein. Und den Necramec auswählen. Hallo? Warum kann ich den Necramec nicht auswählen? Hä? Warum kann ich den Necramec nicht auswählen? Ah, da ist er doch. Hallo, ich würde gern in den... in meinen Necramec rein. So, jetzt, Dankeschön. Okay, hat schon lang genug gedauert. Einmal das zerstören. Dann einmal hier oben drauf. Jawohl, Hälfte weg. Der nächste Resonator, dann ist da hinten noch ein Resonator. Aufhören zu sprinten bitte, das wäre ganz cool. Den Resonator noch weg und dann war noch oben einer, glaube ich. Ah ne, hier unten, zum Glück. Diese Richtung. Und dann den Orphix hier schnell zerstören. Jawohl, Orphix Nummer 1 zerstört. Oh, das wollte ich nicht aktivieren. Wollte gerade mal die Fähigkeiten hier durchgehen. Was ist die 2? Weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Vielleicht. Jawohl, können wir um runter springen. Jawohl, können wir, sehr gut. Wir haben leider nicht mehr so viel Leben mit unserem Necramec. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht down gehen. Und auch das haben wir schön geschafft. Nice, sehr gut. Falls wir sterben sollten, wäre es glaube ich gar kein Problem, weil eventuell können wir den ersten Orphix schon wieder machen. Jawohl, wir können in Warframe rein, sehr gut. Einmal kurz durchatmen, hier nachladen und dann wieder zurück in den Necramec. Ist leider nicht mehr wieder, hat sich leider nicht wieder voll gemacht. Das Leben, aber ist auch okay. Oh nein, unser Necramec ist so down. Wie lange müssen wir warten? 50 Sekunden. Okay. Dann können wir schon mal das eine hier zumindest zerstören. Und dann müssen wir noch kurz warten. 44 Sekunden. Mist. Hier liegt auch kein anderer rum, glaube ich, gell? Leider, nee.
Ja, komm schon. Okay, klar, wir müssen einmal hier sterben. Oder können wir... 8 Sekunden müssen wir noch durchhalten. Aber die Kontrolle ist hier schon zu hoch. Shit. 2, 1. Jetzt. Komm schon. Rein hier. Jawohl, das hat gereicht. Sehr gut. Puh, das war aber knapp. Knappe Sache. Können wir hier hochspringen? Ja, können wir. Sehr cool. Dann geht's auch gleich schon raus. Zurück in Warframe. Nee, ich wollte eigentlich raus. Ich wollte das nicht machen. Auch wenn wir das vielleicht gleich machen müssen. Okay, Hilfe. Wir müssen hier schnell raus, aber ganz schnell. Weil die Kontrolle, die Sentient-Kontrolle ist ziemlich hoch. Wenn wir da rein scheitern, das wäre... hallo? Das wäre richtig beschissen. Okay, aber wir schaffen es, glaube ich. Weil hier vorne geht's raus. Ich will in meinem Warframe. Danke. Puh, okay. Ja, also Necromech hält leider nicht ganz so viel aus. Ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Survivability hätte, hätten wir es auch noch geschafft, den, die drei komplett zu machen am Stück. Aber wir sind jetzt zurück im Railcheck und haben auch diese Mission erfolgreich geschafft. Nice. Eine Orphix-Mission mal aufs erste Mal. Das gab es bei uns auch noch nie. Und dann erwartet uns als nächstes eine Spionage-Mission. Oh krass, Spionage habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Okay, dann bin ich gespannt, wie das wird. Aber wir fliegen als erstes mal jetzt wieder zurück zum Trockendock und holen uns die ganzen Belohnungen ab, die wir hier bekommen haben. Und wir haben heute in der Folge wieder zwei Missionen geschafft. Sehr cool. Die Frage, können wir jetzt schon raus? Nee, noch nicht. Jetzt können wir raus. Wenn das hier durch ist. Wir haben wieder ein paar Mods bekommen. Die haben wir aber anscheinend alle schon. Also keine neuen Mods. Schade. Und dann können wir hier gleich hoffentlich raus. Vielleicht. Aber auch nicht. Können wir raus? Jetzt können wir raus, danke. Dann gehen wir mal schnell auf die Sternkarte und schauen uns das mal hier schnell nochmal an. Weil uns fehlen, glaube ich, gar nicht mehr, uns fehlen, gehe ich mal davon aus, noch zwei Missionen hier auf Neptun. Was auf jeden Fall sehr cool wäre. Auf jeden Fall die Spionagemission und dann noch eine andere. Und auf Neptun haben wir anscheinend auch schon eine Mission gemacht, sehe ich hier gerade. Da müssen wir auch noch ein paar auf jeden Fall machen, aber eine haben wir hier schon. Ich weiß nicht, ob ich die wahrscheinlich mal ohne Aufnahme gespielt habe. Zufällig? Ja, weiß ich nicht mehr ganz sicher. Aber in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter hier auf Neptun in die Spionagemission rein. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Aber als erstes hoffe ich doch mal, dass euch die Folge heute gefallen hat. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst bitte nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt und euch mein Content gefällt. Und natürlich auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr dann keine Videos mehr von mir verpasst. Aber ja. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Oh, was? Laden eröffnen? Nee. Haut rein und ciao.